So, ich frage mich jetzt tatsächlich, wie Rufus hier rüberkommt. Rechte Seite in die Altstadt. Ach so, das geht dann. Ah, weil wir ja die Schnellreise zum Haus hatten. Interessant. Das Glatzmatz, der gefährliche, und unten geht's noch rein. Ach, dann wäre da noch ein Screen gewesen. Der sieht aus wie so ein Charakter aus. Edna bricht aus. Hey, Finger weg! Wenn du jemanden suchst, der zu viel Krams hat, dann geh zu Seagull. Ich habe ausschließlich Sachen, die ich wirklich brauche. Sicher, der verbraucht schon Brot. Aber geiler Ofen, darf ich den mitnehmen? Faden. Das ist so erbärmlich. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ich probier's mal mit Lachen. Ach ja, gute Entscheidung. Wir dürfen nichts. Wenn du jemanden suchst. Ja, okay, wir dürfen nichts mitnehmen. Das ist so erbärmlich. Ich weiß nicht, probier. Ah, das kommen wir jetzt bei allen Sachen, die man hier machen kann. Kohle, das ist so erbärmlich. Ich weiß. Ja. Okay. Und was ist. Das ist die Asche meiner armen Mutter. Ich bewahre sie als Erinnerung. Woran kann ein Kübel Asche schon groß erinnern? Zum Beispiel daran, dass man Feuerschnabeltiere nicht mit Trockenfutter füttert. Oh. Sind die so gefährlich, die Dinger? Hey, Finger weg! Das ist die Asche meiner armen Mutter. Ich dachte, du hast hier nur das Nötigste. Und das erscheint nicht unbedingt lebensnotwendig. Ich sagte, Finger weg! Warum sagen das immer alle? Okay, aber die Argumentation hat er jetzt verloren. So, hier ist ein Fernseher. Nee, eine Lampe. Das ist sehr cool, was er hier aufgemalt hat. Kerze, Wasser. Wenn man nicht ganz dicht ist, muss man eben dichter werden. Klopf, klopf. Was bist du denn für einer? Ey, jo, ich bin der Rufus, hi. Man nennt mich Rufus. Ich heiße Crane. Aber alle hier nennen mich nur den Dichter. Wer nennt dich so? Ich höre das zum ersten Mal. Wahrscheinlich verkehrst du in den falschen Kreisen. Wenn du damit die Kreise außerhalb deines Egos meinst, dann ja. Die meine ich. Deine Wohnung kommt mir sehr spartanisch vor. Ich habe alles, was ich brauche. Außer einem Innenausstatter. Kennst du Captain Seagull? Du meinst den Idioten, der in der Villa über mir wohnt? Hör auf mit dem! Pass auf, was du sagst. Seagull ist mein Vater. Tja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Oh. Oh. Aber du musst schon zugeben, dass Captain Seagull einen lässigen Lebensstil hat. Alles materieller Schnickschnack. Ich brauche nichts von dem Zeug, das er hat. Was? Entschuldigung, was? Wie war das gleich? Du brauchst nichts von dem, was Captain Seagull braucht? So ist es. Aha. Kann ich mir ein paar von deinen Sachen ausborgen? Nein. Wenn du jemanden suchst, der zu viel Krams hat, dann geh zu Seagull. Ich habe ausschließlich Sachen, die ich wirklich brauche. Du bist echt eine arme Sau. Aber reich im Geist. Ist doch dasselbe. Der Organon plant, Deponia zu sprengen. Ha! Typisch. Die da oben machen doch, was sie wollen. Hast du mir zugehört? Sie wollen Deponia sprengen. Niemand wird das überleben. Willst du nicht irgendwas dagegen unternehmen? Aber doch. Ich werde ein zynisches Gedicht schreiben. Ich nenne es... Sie halten sich für etwas Besseres. Und dieses Gedicht soll dann die Massen zum Widerstand aufwiegeln? Aber nicht doch. Die Massen sind viel zu blöd für meine intellektuellen Höhenflüge. Okay. Mach's gut. Genau. Lass mich allein. Du bist ein bisschen eingebildet. Du, ich glaube, der Captain Seagull, der braucht Wasser. Hey, Finger weg! Wenn du jemanden suchst, ich habe aus... Hey, wenn ich habe... Das ist so... Ich weiß nicht, probier... Ja. Hä? Klopf. Wir gehen nochmal schnell die beiden Optionen durch. So? Du bist echt... Ist doch dasselbe. Mach's gut. Okay. Lassen wir ihn erstmal kurz alleine. Ich weiß, was sie hier machen. Oh je. Oh, Baum. Können wir hey, aufwenden. Finger weg von dem Baum. Okay. Was? Das waren nicht die Finger. Weil ich es mit den Füßen gemacht habe. Siehst du? Hier. Füße. Zack. Ach komm schon. Das war lustig. Er ist nicht amused.
Wo sind wir? Ach da. Was ist passiert? Und warum fühlt sich mein Rücken plötzlich so an, als hätte jemand mit einer rostigen Harke das Wort Rache hineingeritzt? Muss der Stress sein. Ja, Glatzmatz geht's. Wer schaut denn da so grimmig drein? Aber natürlich, es ist Glatzmatz, der Gartentroll. Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Ich möchte mal mit ihm reden. Nein. Okay. Verdammt. Jetzt bin ich doch glatt wieder ohnmächtig geworden. Ich habe nicht mal mehr seine Antwort mitbekommen. Er ist nicht so amused. Können wir mit dem Baum nochmal was machen? Hey, Finger! Gut. Oh. Der ist so ausgerastet, dass er hier den halben Bildschirm mitgenommen hat. Können wir da... Ah, nach da oben kommen wir anders noch. Schauen wir uns erstmal in der Villa unseres Dads einmal schnell um. Von wegen Luxusvilla. Hier haben sich sogar schon Parasiten eingenistet. Das ist mein Aquarium. Ich sammle seltene Zierfische. Selten dämliche vielleicht. Und mickrig sind sie auch noch. Ich müsste sie tatsächlich mal wieder füttern. Ich brauche Brotkrumen. So. Hier, Rufus. Sei so gut und bring dieses Memo zum Bedienstetenbriefkasten. Für wen hält er sich? Für mein... Egal. Ich bin auf jeden Fall nicht sein Laufbursche. Oh ja, hier geht es schon los. Okay, er sagt wahrscheinlich nichts mehr. Schauen wir nochmal. Finger weg von... Ich wollte sie nur... Ich sagte nein. Ach, Menno. Gut, ich habe jetzt gerade die Interaktionstaste verwendet, statt nur anzuschauen. Bücher? Geheimtüren in Bücherregalen, Volume 1. Geheimtüren in Bücherregalen, Volume 2. Puh, diese Bibliothek ist die reinste Platzverschwendung. Als echter Gentleman lese ich viel. Als echter Blablabla. Das ändert nichts daran, dass das Regal groß und hässlich ist. Außerdem ist es hier viel zu dunkel zum Lesen. Das stimmt wohl. Ich sollte mir bei Gelegenheit einen neuen Kristallkronleuchter leisten. Aber vorerst werden es wohl auch ein paar Kerzen tun. Ich brauche Kerzen. So. Ja, danke, Vater. Kerzenmemo, Brotmemo. Das hier springt ins Auge. Geheimtüren in Bücherregalen für Dummies. Ziehen Sie an dem Buch mit dem Titel... Hier ziehen für Geheimtür. Na, wer hätte das gedacht? Ah, hier oben. Was? Eine Geheimtür? Wow. Okay, das ist unerwartet gewesen. Jetzt haben wir hier noch Blumen. Ah, ein Fenster. Von wegen Luxusvilla. Hier wuchert ja bereits das Unkraut. Das sind Blumen. Rufus, die lasse ich mir als Schmuck aus dem Garten bringen. Dieses hässliche Gemüse? Sie könnten tatsächlich mal wieder etwas Wasser vertragen. Ich brauche Wasser für die Blumen. So. Ja, bringen wir. Das ist so abstrus, was wir gleich machen. Luxusvilla. Hier ist ja die ganze Wand offen. Das nennt man Panoramafenster, Rufus. So habe ich immer den gesamten Schwarzmarkt im Blick. Dafür zieht es wie Tigerfischsuppe. Das sollte die Bodenheizung eigentlich ausgleichen. Ich brauche Kohle. So. Das ist so abstrus, was wir gleich machen werden. Kannst du eigentlich gar nichts alleine erledigen? Dafür habe ich meine Bediensteten. Wischen die dir auch den Hintern ab? Oh, da bringst du mich auf eine Idee. Jetzt hör doch mal auf zu kritzeln. Sag mal, merkst du gar nicht, dass dir das überhaupt keine Zeit spart? Im Gegenteil, du bist die ganze Zeit nur am Nachrichtenschreiben. Nicht in diesem Ton, junger Mann. Oh, Entschuldigung, Sir. Na toll, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich gleich schreiben? Ah, ich hab's. Ich brauche den Faden.
Oh Mann. So, den stecken wir auch noch schnell ein. Was haben wir hier? Flusensieb. Ah, was lecker. Was ist das? Doch nicht etwa ein Flusensieb? Doch, Rufus. Da steht ja dran. Können wir noch was machen? Na. Nur fürs Protokoll. Ich tue das nicht, um hier sauber zu machen, sondern um die Saugleistung des Handstaubsaugers zu testen. Magere Ausbeute. Von solchen Flusen habe ich genug in meinem Mantel. Hm. Na gut, brauchen wir erstmal mehr. Was ist da oben denn? So eine kleine Mini-Action-Figur oder was? Na gut. Was haben wir hier noch? Ein Ausguck. Rohr und Windhose. Aber zwei eine Öse auch noch. Öse. Was für ein bescheuertes Wort. Es ist wirklich bescheuert. Willkommen beim Flaggomat. Für Halbmast hier menschliche Asche einfüllen. Praktisch. Ah. Das hier ist der höchste Punkt der Insel. Und was machen Sie daraus? Sie stellen Ihren schlechten Modegeschmack zur Schau. Ja. Wieso ist das eine Ende zugeknotet und das andere nicht? Ich würde locker rankommen. Aber solange Sie mir nicht wenigstens ein bisschen entgegenkommt, sehe ich das gar nicht ein. Oh Mann. Gut, gehen wir nochmal zum Dichter. Er hat ja gesagt, er braucht nichts, was unser Dad braucht. Und wir haben die verschiedenen Memos. Also dürfen wir ihn einmal... Hey, Finger weg! Wenn du jemanden suchst, der zu viel Kram... Ich habe aus... Ach, wir müssen die Memos mit ihm verwenden. Na gut. Was ist das? Eine Nachricht von Captain Hochwohlgeboren? Die kannst du gerne behalten. Ich brauche nichts von dem Zeug, das er hat. Na, dann dürfte dich diese Nachricht umso mehr interessieren. Was? Zeig mal. Ich brauche Brot. Verdammt. Er braucht Brot. Ich lese es, ja. Und du hast Brot. Ja, aber ich... Na? Ich brauche sowas nicht. Nimm es ruhig. Wenn du es haben willst. Worauf du einen lassen kannst. Ja, genau dasselbe machen wir mit den Kerzen. Ich habe hier noch... Oh je, mir schwant Übles. Schwant? Ohne R? Schwarnt? Schwant? Ich brauche Kerzen. Hm. Tja, dann brauche ich sie wohl nicht mehr, was? Na los, bedien dich. Mhm. Wasser. Wer braucht schon Wasser, ne? Post von Seagull. Oh, bitte nicht. Ich brauche Wasser, also auch das Wasser. Mhm. Rate mal, was ich hier habe. Noch eine Memo. Bingo. Ich brauche Kohle. Tja, was auch sonst. Da geht die Kohle. Und, na, zu guter Letzt. Da bin ich wieder. Und diesmal... Nimm dir einfach alles, was du findest. Ich brauche absolut gar nichts mehr, außer einer stillen Minute, um mich in den Schlaf zu weinen. Danke, nett von dir. Also, Kohle wird mitgenommen, aber guck mal, er hat ja noch einiges. Brot braucht er nicht mehr. Den Faden nehmen wir mit. Das Wasser. Die Kerze. Und zu guter Letzt, er hat noch die Asche, nehmen wir auch noch zusätzlich hey, mit. Hey, was machst du da? Du hast gesagt, ich kann mir alles nehmen. Aber das ist die Asche meiner Mutter. Tja, ich habe die Regel nicht gemacht. Ich habe sie lediglich etwas verbogen. Ja, und wie geht's dir so? Hm, du schon wieder? Ja, was können wir eigentlich noch von dir mitnehmen? Hm, die Socken bräuchte ich noch. Nein, du Spaß. Du bist echt eine arme Sau. Aber reich. Ist doch dasselbe. Mach's gut. Genau. Ja, dann hören wir noch die Kommentare an, bevor wir die Asche wahrscheinlich da auf Halbmast rein pfeffern werden. Der gute Crane, einer meiner Lieblingscharaktere im ursprünglichen, in meinem ganz ältesten Konzept oder irgendwann mal in der langen, langen Historie der Entstehung von Deponia. Sollte er mal der Bruder von Seagull werden, da war aber noch nicht klar,
dass ich Seagull inhaltlich anders belegen werde. Das erzähle ich jetzt noch gar nicht, weil das soll ja für euch eine Überraschung sein. Aber mir hat immer die Idee gefallen, dass da direkt unter der Villa von jemandem, der sehr viel Geld hat, jemand wohnt, der ganz wenig Geld hat und die beiden halt so eine ganz furchtbare, schreckliche Nachbarschaft pflegen. Und was mir besonders gut gefällt, ist, wie Micha hier halt den Hintergrund gestaltet hat. Crane hat halt so wenig in seiner Wohnung, dass er sich halt die Sachen, die er sonst noch zum Leben braucht, einfach an die Wand gemalt hat mit Kreide. Das ist so jämmerlich. Das ist auch keines weiteren Kommentars bedarf. Deswegen findet das auch in dieser Sachverhalt im Gespräch nicht statt. Aber obwohl Crane so wenig hat, ist dies ja ein Ausrüstungsraum. Man klaut hier gehässigerweise, kann man ihm ja prinzipiell die ganzen Sachen halt wegnehmen. Und was hat er denn da schon? Ein Faden, ein trockenes Stück Brot und natürlich die Asche von seiner Oma. Oh mein Gott, ist das gehässig. Aber das bringt mich wiederum zu dem Thema, dass wir ganz, ganz viel Ärger hatten in diesem Kapitel vom Spiel, eine Übersicht über die ganzen Items zu bekommen, die man aufsammeln kann. Und zwar hatten wir unglaublich viele Tabellen aufgestellt, in denen halt alle möglichen Items drin sind. Das waren natürlich viel, viel mehr, als ins Inventar passen. Und wir mussten uns halt irgendwann überlegen, wir wollen kein Inventar, dass man scrollt, nur weil man irgendwo im Spiel möglicherweise halt irgendwie ein Item mehr haben kann. Natürlich wollten wir dann ein passgenaues Inventar haben, wo genau die 25 Gegenstände reinpassen, die man halt maximal gleichzeitig haben kann. Und hatten das halt mehrfach durchgerechnet. Und haben dann gemerkt, ja genau, 25 reichen. Dann hatten wir uns verrechnet und dann haben wir gesehen, ah ja, Moment mal, aber diese beiden Items kann man ja doch wieder nicht gleichzeitig haben, weil das eine muss man ja schon ausgegeben haben, um das andere zu bekommen und so weiter. Da muss man ja ganz alle Items quasi in Beziehung setzen und hatten dann im Endeffekt doch noch was übersehen. Oder es kam ein Item dazu, ich weiß es gar nicht mehr. Und Alex kam dann, und da war das Inventar natürlich schon längst fertig und wir waren schon längst mit dem ersten Teil fertig und das Inventar im zweiten Teil sollte ja genauso aussehen wie das im ersten Teil und dann, da ist uns dann aufgefallen, scheiße, wir haben einen Inventargegenstand zu viel. Das ist zwar sehr, sehr unwahrscheinlich, dass der Spieler durch den ganzen schwimmenden Schwarzmarkt läuft und alle Gegenstände aufsammelt und so viele Items im Inventar hat, dass er tatsächlich einmal ausnahmsweise 26 hat. Da muss er sich schon ganz schön für anstrengen, aber es ist halt möglich und da haben wir die das machen wir auch. Richtig geraucht. Wir konnten auch keins von den Items mehr wirklich wegrationalisieren und haben uns dann dafür entschlossen und das finde ich besonders lustig und freue mich auch sehr darüber. Und jetzt kann ich es euch mal verraten, weil es ist quasi so eine Art Easter Egg und auch tatsächlich ein Achievement, wenn man nämlich es schafft, 26 Inventargegenstände gleichzeitig ins Inventar zu bekommen, kriegt man ein schönes Achievement. Viel Spaß beim Sammeln. Das schafft nicht jeder. Ja, und das hier ist schon mal der gute Anfang. Uns fehlen noch 9. Na gut, ein Drittel quasi. Ja, beim nächsten Mal geht's weiter. Ach, im Vogelhaus kommen. Ja, beim nächsten Mal geht's hier weiter und dann auf die linke Seite. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Hans-Peter. Ciao.